Hi, heute stelle ich euch diese Waage vor, und zwar ist das der Standardwaage. Die kostet 15 Euro, die habe ich im Internet gekauft, bei eBay. Und ich kann dann auch bald so Gymnastik machen wie die. Die Waage kann Folgendes, die kann wiegen und ein Haufen Apps machen. Ja, du kannst ganz viel mit App machen, aber im Wesentlichen kann sie wiegen. Das ist das Wichtigste. Und zur Waage kostet natürlich, ich habe die, wie sie sah, die günstigste Variante genommen. Die günstigste Variante heißt immer, sie kann wiegen. Ja. Drum kostet die 15 Euro. Die andere Wagen von Wissens, Sports, irgendwas wie sie, von Beurer, all die Wagen, die dann 50 Euro aufwärts kostet. Und viele Displays haben und so, die können eigentlich nur wiegen und die können immer sagen, wie fett du bist, das ist auch wahr. Aber, sag mal ehrlich zu sein, es ist natürlich ein gewisser Anreiz, wenn du immer weißt, dass du fett bist, aber das weiß ich auch so schon. Vielleicht stinkt es mir dann nur jeden Tag und jedes Mal immer auf die App gucke, das weiß man auch noch nicht, wie das sein wird. Aber ich habe mir extra so eine genommen und die kann auch mit der App angebunden werden. Heute gibt es alle Wagen, die können nur mit der App ran mal. Und die Waage, die ich jetzt von der Oma noch hatte, die hat ja immer, wenn sie über 100 ging, dann hing sie fest. Und darum habe die jetzt, die da fest hing, weggemacht. Oh, warum mache ich denn das Ganze? Das Ganze mache ich deswegen, weil, ja, jetzt nehme ich hier ab von, ich, von 98, wie ich kurz hatte, ja, immer Raimund mit seinem fetten Ranzer, ja. Raimund mit seinem fetten Ranzer, 50 Jahre Video, so, okay. Habt ihr sicherlich schon alle gesehen, dass ich kurz vor dem Platz war. Wie hieß denn mal die Jessica irgendwas? Globulus, also Ranzer wie ein Globus. Ich weiß nicht mehr, wie es so, also ähnlich hieß es. Ist eigentlich so, ich will Abnahme. Aber zum Abnahme brauchst du eigentlich, hilft es schon ein bisschen, wenn man weiß, wie viel man abgenommen hat. Und dieses, wie viel man abgemacht hat, mal jetzt mit der Waage. Okay, also okay, ich habe viel gesagt, jetzt machen wir mal die Waage auf. Und ja, und weil ich so nicht runterkomme und immer Hunger habe, ich habe immer Hunger, ja, durch das immer Hunger habe ich dann, helfe ich mir mit dann irgendwelche Tabletten oder sowas, ja, so Appetitstiller momentan oder später welche, die das Fettübernahme nicht aufnehmen. Und wenn wir mal gucken, ob man von in meinem Selbsttest mit meiner Waage und mit meinem Abnehmverfahren, ob ich dann von meine fast 100 Euro, 100 Kilo, wo der Raimund platzt, auf meine Idealgewicht 80 Kilo komme. 80 ist ein bisschen heftig, heftig. Aber wer schon heftige Ansagen machen kann, der kann es vielleicht auch schaffen, weil nur wenn du Vorsätze hast. Und bevor ich jetzt auf die Waage steige, ich kriege kein Geld dafür, ja, für die Waage. Also, ich mache jetzt auch mal nochmal die Übung. Ich, das kann ich ja schon. Aufgabe 1 ist schon erledigt. Achtung. Ja, okay. Aufgabe 1 ist erledigt. Jetzt, wie gesagt, packen wir es aus. Die kam so verpackt nach zweiter Tag, im eBay bestellt. eBay ist ja immer 5% teurer als im lokalen Verkauf. Also wenn ihr noch einen Shop habt. Und 5% billiger oder 7%, 10% billiger als bei Amazon. Woran liegt das? Das liegt an den Verkaufsgebühren. Deswegen bei eBay kaufst du immer günstiger ein. Wir machen das mal auf. Gucken wir uns dann an. Der Ranzer wird uns da hinschmelzen. Schönes hartes Glas. Da müsste jetzt eigentlich eine, das unterste billiges Plastik, okay. Das dürfte jetzt mich noch nicht stören. Jetzt gucken wir mal nach. Da ist ein USB-Ladestecker dran. Ich habe extra eins genommen, das ich dann immer wieder aufladen kann. Und das müsste auch leer sein. Ja, okay, leer ist schon mal scheiße, okay. Drum nehmen wir, oh ja, da hat sogar ein USB-Ladekabel. Und zwar das alte USB-Kabel, das es früher gab. Dann gucken wir mal. Dann zum Aufladen hängen wir es an die kleine USB C-Kabel an der PC von mir raus. Schon tut sich eine Anzeige. Hat auch eine Temperaturanzeige da. Die stimmt auch soweit. Ja, das wird eine Weile dauern, bis der geladen ist.
So, und jetzt, nachdem sie ja schon wiege tut sie aber, ja. Anzeige ist ein bisschen schräg, wenn man so nicht aufguckt, ist sie ein bisschen schlecht zum Lesen. Man muss also schon das Ding neigen dazu. Also, das finde ich jetzt nicht ganz so, aber wenn man drauf guckt, geht es ja noch. Soll ja wiegen können. Für die Nutzung machen wir so: Da machen wir hier, drehen wir das Ding um. Dann nehmen wir irgendein Standard-Handy. Dann fotografieren wir das Ganze. Dann müsste auch der Barcode erscheinen und da haben wir schon den Barcode. Dann gehen wir auf den Barcode, QR-Code, Entschuldigung. Chinese International, wir machen International, natürlich, klar. Download, oh. Oh. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Weil das ist eine chinesische App. Einer chinesischen App darfst du gar nicht vertrauen. Es tut mir leid. Sieht alles nach ordentlich aus, aber da kannst du gerade so gut dein Zeugs reinholen. Und zwar ist hier so, mit dieser App, die kannst du vergessen, weil die nämlich aus China kommt. CN heißt China. Und China kannst du nicht dafür garantieren, was dir auf dein System aufspielt. Schade, schade, schade. Also das mache ich jetzt nicht. Ist jetzt mal große Enttäuschung, ja, reingefallen. Jetzt mache ich mal Folgendes, jetzt mache ich das, was ich kann und dann schicke ich sie wahrscheinlich wieder zurück, weil eine chinesische App will ich nicht haben oder ich verwende es nur ohne QR-Code, ohne die App, weil mit dieser App China-App draufspiele, die nicht aus dem App Store ist, muss man sagen, nein, danke. Wie wiegt es jetzt? Weil dafür ist sie da. Einmal Laufstände. Boah, immer noch 91 Kilo. Also der Kerl hat gar nichts abgenommen. 92 Kilo. Und die ganze Zusatzdaten, die kannst du jetzt vergessen, die sind irgendwo drauf. Zeige ich euch nochmal was Interessantes. Die ist so ungenau. Also ich mache jetzt 91,1. Okay. Dann kommen wir später nochmal, mal es nochmal. 91,1. Dann zeigt er auch ab und zu 91,6 an. Ah, jetzt machen wir das auf unserer Unterlage. So, das machen wir hier nochmal. 91,1 sagt er jetzt. Nochmal. Ja, Kilo liegt da daneben. Wie soll das jetzt kommen? Das ist ein Kilo daneben. Bin jetzt nicht doof. Eigentlich wollte ich euch diese Waage empfehlen oder zeige hier Standardwaage. Also, was kann man schon in einer Waage groß falsch machen? Aber man kann zwei Dinge falsch machen. A, die App läuft über China. Jeder, der ein Handy verwendet, der kann eigentlich wegen Trojaner sich nicht diese App drauf installieren, weil die App wird nicht aus dem App Store geladen, sondern aus diese App.cn. Da kannst du ja gleich dein Banking-Trojaner direkt installieren. Also auf keinen Fall das machen. Und das Zweite ist, die ist ja ein Kilo ungenau. Hä? Ein Kilo. Entweder seit 91 oder 92, also immer ein Kilo, 91,1 oder 92,1. Ich meine, das ist ja sehr viel. Und hier steht nur dran, fine accurate value, 50 Gramm, aber das stimmt doch nicht. Wo soll die 50 Gramm sein? Ich meine, das ist doch totaler Quatsch. Zum Vergleich, das ist jetzt die von Withings, eine Waage. Wenn da drauf steht, da kommt raus von Withings, kommt raus 91 Kilo. Und hier steht drauf 91,9. Verstehe ich doch die 91,9. 91,1. 91. 91,1. Das ist mal jetzt aber oft noch. Einmal
Matik 9, wenn man weiter hinter steht, ja, aha, der sagt nämlich, dass man, der zeigt nicht an, wo man steht, glaube ich. Ne? Je nachdem, wo man steht, was ist, ist nicht die Waage. 90, 9, 1. Einfach nochmal die Waage von Withings, die ja sehr großes Ding hat. Stimmt jetzt da, jetzt bin ich hier oben, einfach habe sie auf dem Boot aufgenommen. Das gleiche Ergebnis. Dann nehmen wir jetzt die, machen wir auf den Play Store. Wo ist mein geliebter Play Store? Da ist der Play Store und dann tippen wir ein Ok Ok. Und dann machen wir Ok Ok. Wir sagen installieren. Dann sagen wir öffnen. Dann sage ich, ja, das kann ich machen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Dann machen wir metrisch. Ja. Geschlecht männlich. Geburtstag ist 1963. Dann sage ich, ja. Grüße. 183. 183. So, und jetzt aber zu Namen noch, der Raimund. Oh Gott! 72 Kilo muss ich runter, na, bin ich gesund. Gut. Da haben wir noch einiges vor. Deine Daten. Also, zum Start klicken und beginnen, Impftermine digital vergeben. Also. Klicken, um zu beginnen. Gerät hinzufügen. Ja, tatsächlich. Verbinden. Waage. Okay, nochmal. Raimund, also stelle ich auf die Waage, Messung läuft. Geil, stimmt. Boah, Übergewicht. Da sieht man, dass ich jetzt auf der Waage stehe. Alles läuft, oje, und wie gesagt, die zeigt auch 95, jetzt so, wenn ich das hier dran habe, zeigt sie auch das Gewicht an. Also, das stimmt soweit. Dann lassen wir es mal laufen und jetzt gucken wir mal, oh nein, da habe ich aber einiges zu tun. Hier, Muskel ausgezeichnet, Fett, zu viel Fett, Gewicht zu hoch, also 26% Fett. Das ist zu hoch. Oh je, je, je. Trend. 90,9. Gerät ist die Waage. Die habe ich hinzugefügt. Profil ist der Raimund. Ein, zwei, ne, oh nein. Also. 72 Kilo ist das Ding. Ich weiß, 75 Kilo wäre ja schon gut. Das heißt, ich muss jetzt da deutlich zulegen. Jetzt müssen wir irgendwie noch Fettverbrenner noch herbringen.